Hallo zurück hier bei meinem Paya, wo wir im letzten Part, keine Ahnung wie, Dawes Fletcher besiegt haben mit einem Versuch. Ich muss das immer erwähnen, das ist immer so für mich so ein Hey! Weil für den Unsinn, den ich zwischenzeitlich betreibe. Und jetzt sollen wir zu Lord Redgrave, dem werten Escalon-Club-Chef oder so ähnlich, jetzt steht die hier alle rum, den sollen wir jetzt natürlich Bericht erstatten. Ich bin sehr gespannt, ich habe ein bisschen... For as long as I've been a member, I've never seen so few vampires attending the club nights. Woran liegt das denn wohl? Hi! Elizabeth, what are you doing here? I've been formally asked to witness your triumph, my dear. After all... Isn't it the natural role of a woman to support her man in victory? But it's you who insisted I join the Ascalon. Please forgive my giddiness. I'm just overcome by the thrill of finally being allowed within these hallowed halls. You certainly have an inquisitive mind. It's quite something. Elizabeth Ashbury, only you can make me smile in these difficult times. And the same to you, Jonathan Reed. Now go have your little chat with the chairman. I can see he's practically bursting to hear your report. Ach, die beiden. Obwohl es wirklich interessant ist, wie die miteinander reden, ne? So diese Art zu reden. I must admit, the guard of Priwen impressed me. They must have spent years preparing their plan. Meinst du? Na dann, dann gehen wir mal und schauen. Du bist das Good nicht, evening, ne? Dr. Reed. Have a drink and enjoy this night, for it could be our last. Klar, klar. Da ist er doch, oder? Da ist er. Welcome back to the Ascalon Club, Lancebearer. Please, tell us the good news. Have you put an end to the epidemic? My hypothesis was correct. Doris Fletcher was the source of the contagion in this part of town. She was probably the first to be infected. And you cleansed her before the hunters, I've been told. Well done, Dr. Reed. You thrust your lance and pierced the very heart of the corruption. Ich bin bloß Arzt. Einige Fragen bleiben noch. Ich habe mein Bestes gegeben. Das da. But some questions remain. The important thing is, we won a major battle for the survival of London. For that, we salute you. Thank you, my lord. Now, I have another task for you. Oh, na klar. One of the utmost importance. Perhaps even more so than the previous. I'm listening. It's time for you to perform a most sacred duty for the club. I want you to recruit a new vampire. Recruit a new vampire? Are you sending me on some sort of diplomatic mission? Not exactly. I want you to make Aloysius Dawson the Ekon he deserves to be. Kann ich nicht. Geht nicht. Nein, nein, das geht nicht. Kann ich nicht. Ich kann jemanden verwandeln, weil ich bin Pazifist. Oh. Wie Sie wünschen. Ja, ich kann das nicht. Seht, das steht sogar da. Ich kann das nicht. Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher. Nee, ich kann das nicht. I'm sorry, but I can't. Are you questioning my orders? No. It's just, I'm not sure I'm ready to have another progeny after what happened with my sister. The rebirth of Aloysius Dawson is a necessary step in our campaign to ensure the safety of London. How would you like me to proceed? Aloysius is waiting for you at the Dawson estate. Once the deed is done, I'll join you there to celebrate this momentous occasion. Was? Nein. Ich habe Fragen. Before I go, I have a few questions. All right. I'm listening. Ja. Warum Alois Dawson? Why Aloysius Dawson? Aloysius. Because he is about to die. And he just may be the most influential man in England. After me, of course. Ja, dann lass ihn doch sterben. Hat er mich auserwählt? Weiß er, dass ich komme? Did he choose me? No, I did. My decision is very recent, to say the least, but it is entirely mine. Also, so versteht's nicht falsch mit, lass ihn doch sterben. Also, aber wenn er wenn er am Sterben liegt, also. Klar, also der ist ja hier im Escalon
Club drinne, aber wenn ich das nicht machen will, macht ihr doch. Ich kann nicht. Ich versaug mir meinen Run. Hä? Weiß er, dass ich komme? Does he know I'm coming? He can't wait to become your progeny, Dr. Reed. Especially now that you have shown how strong your lineage is through your sister. Klar. Sie haben Lady Ashbury eingeladen. You invited Lady Ashbury. Wouldn't that be breaking one of your cardinal rules? No women allowed. Not allowed as members, no. But considering the circumstances, I thought you'd like to have her here to witness your triumph. So it's a temporary admittance, then? Something of a bargain, considering the crisis we're currently facing. Wie soll ich weiter vorgehen? How would you like me to proceed? Don't worry. Aloysius has had many years to prepare himself. He has studied our kind for decades. Ich gebe ihm bloß mein Blut. Gibt es Risiken? Is there any danger? Our blood alters a mortal body so deeply that some don't survive the metamorphosis. They die for good. Yeah, wow. But Mr. Dawson has been preparing himself for a long time. Wie prepared man sich denn da darauf? Ich gebe ihm bloß mein Blut. So shall I just let him drink my blood? Yes. Aloysius will gratefully sup on your blood. His heart will slow, then stop. But he will rise again as one of us, an immortal. So ganz verstehe ich diese Heizung nicht. Muss ich dir in das beißen, oder nicht? Goodbye, Lord Redgrave. Werden dann hier aber 10.000 EP. Begib dich zum Eingang der Temple Church. Hier werden dann aber auch nur Steine im Weg gelegt, was dem Party... Oh, wow. Okay, also wir könnten erstmal ganz in Ruhe so ein bisschen... Dr. Swansea hat schon wieder Probleme. Ah ja. Ich sehe Dr. Swansea, sie haben Probleme. Wir könnten nachher so ein bisschen in, ganz in Ruhe diesen Bereich hier machen. Warum eigentlich nicht? Ein Ereignis. Sollte ich das noch machen, bevor ich levele? Ich bin verwirrt. Jetzt bin ich wirklich durch. Ich bin von der Quest gerade völlig überfordert. Puh, ja. Klar. Warte mal. Jetzt mal, wo ist denn der... Der wollte gerade sagen, der ist doch aber die Stütze. Der hat was? Bandstufe 6? Wie sollen wir den denn... Oder hat das damit dann eher nichts zu tun? Oh, wartet mal, wir könnten jetzt mit ihr reden, ne? Wo war Venus? Oh, wartet mal. Können wir das mal, bevor ich das vergesse? Die war Bandstufe 4, ne, Fräulein Venus? Das vergesse ich doch sonst wieder. Wollen wir es mal kurz machen? Ich frage mich auch gerade, ob ich jetzt noch in dem Part leveln sollte. Oder ob ich mir irgendwie halt außerhalb der Aufnahme ein paar Gedanken machen sollte und dann levele. Ne, weil ich, ist ja ganz normal, dass wenn man vor dem Leveln sitzt, dann erstmal ein bisschen philosophiert, wenn ich das so oder so mache. Oder dies oder das. Are you all right, Jonathan? Lord Redgrave has just ordered me to turn Aloysius Dawson. To make him my progeny. I see. And how do you feel about this? Nicht gut. Er wird von großem Wert sein. Ich werde es nicht tun. Ich schätze ihren Rat. Ich mach mal das. I'd like your advice on the matter. The real question here is, why has his lordship given you this task? Do you think it's some sort of trap? Do you really want to know what I think about this? I do, yes. To make an immortal of a soulless blackguard like Aloysius Dawson will only lead to a disaster for London. The man is already dead inside. Should I refuse? Perhaps politely suggest that Lord Redgrave turn the man into a vampire himself. Don't you dare, my dear.
According to what I've recently discovered, his lordship could kill you for even broaching the subject. Really? Why? I've recently found proof that the Earl of Bristol is of lesser lineage and only capable of creating skulls. Aha. Na, guck mal einer an. Willst du mir jetzt damit sagen, dass vielleicht Lord Redgrave auch vielleicht nur jemand ist, der nur niedere Skulls hervorrufen kann und nicht so rein ist wie Jonathan, der die krassen der krassen Vampires hier erschaffen kann? Und sie hat schon recht, ne? Der Herr Dawson ist ja der Typ hier mit der Mauer, ne? Der will ja unbedingt das Trennen zwischen Reichen und Armen und den ganzen Kram ist ja auch völlig ungeil, aber ich habe weitere Fragen. Please tell me more about your recent investigation. As long as you lower your voice. Okay. Okay, Ratsu, Aloysius Dawson. What would you have me do about Dawson? The man is dangerous. Did you know he plans to build a wall to separate the healthy rich from the sickly poor? Do not make him your progeny. Mach ich auch nicht. What would you do? The man's dying already. Let the Reaper harvest the rotten fruit that is his soul. Dawson zu einem Echon machen. What would happen if I made Dawson an Echon like myself? You would add a powerful immortal into a suffering world. An immortal who already craves authority. Maybe I could teach him control, like you taught me. Lead him down the right path. Mr. Dawson spent his life searching for a way to cheat death. I'm sure he has spent decades dreaming of how he'd spend eternity as a tyrant. Lord Zuberecht, ich mag Lady Ashbury sehr. Über Lord Redgrave. Are you sure your information about Redgrave is correct? He says he's the progeny of the great knight William Marshall, who lived some 9 centuries ago. That's a lie. Lord Redgrave is unable to create anything but skulls, if the poor souls survive at all. Das hat sie ihn direkt gemeint. Lord of Bristol. Wie können Sie sicher sein? Woher diese Rachsucht? How can you be sure the information was correct? I made the acquaintance of a most interesting informer while investigating your maker, from whom I learned the truth about Lord Redgrave. Woher diese Rachsucht? Why so vindictive? You suddenly sound like you're angry. Forgive me, Jonathan. I hate myself for it, but I feel such pride in my discovery. I'm afraid I just can't help it. Which is? He did serve William Marshall. And yes, the blood he covets as a token does truly belong to that legendary knight. But he was never his progeny. His lineage is not so noble. Das ist natürlich krass, ne? Das ist natürlich krass, dass der Typ, der den Escalon Club anführt, den Club der Vampire, eigentlich völlig unrein ist, ne? Also von der Vampirsache her gesehen unrein. Wow. Krass. Goodbye for now, Elizabeth. Goodbye, my dear. Please, be careful. Oh, ich hab Angst um dich, ne? Ich hab sehr große Angst um dich. Also, ich finde, selbst wenn man nicht, wie ich, den pazifistischen ranmacht, würde ich dann selbst nach dem, was jetzt Lady Ashbury gesagt hat, ihn nicht verwandeln. Die Frage ist nur, was machen wir denn mit ihm? Er ist eine Stütze. Ich habe ja schon mal lamentiert in einem der letzten Parts. Er ist eine Stütze und wir werden wahrscheinlich vor derselben Entscheidung stehen wie bei den anderen Stützen. Wer ist eigentlich die Stütze von... Gibt es da eine Stütze? Ich guck mal kurz. Guck ganz kurz. Ich werde doch gleich mein Monolog über meine Skillung weiterführen. Hier ist er die Stütze. Das ist die letzte Stütze, oder? Ach du Scheiße. Stimmt, das ist ja das Swansea. Ach ja, und ich wollte ja zu Fräulein... zu der da. Ich muss gleich mal gucken, wo die war. Während ich sie suche... Ich glaube, ich weiß... It looks like vampires have to obey Mendel's laws when producing progeny. Powers pass from one generation to another. That's why Dawson wants me to sign. Tja, die Mendelschen Regeln.
Habe ich geliebt im Bio, das Thema. Fand ich toll. Was ich sagen wollte, ja, man überlegt ja dann doch hin und her und dann, ob das richtig ist oder ob ich lieber das mache und gucke dann immer durch. Und das ist, glaube ich, zum Zuschauen. Das ist die Ratten-Lady, oder? Ratten-Lady! Nicht so geil. Oh. Deswegen würde ich das halt, würde ich offline schauen, was ich wie machen würde und dann den Part damit anfangen zu leveln. Und, ja. Dann haben wir da vielleicht auch ein paar Minuten gespart. Kennen Sie Aloysius Dawson? I need to find information about Aloysius Dawson. What can you tell me about him? Don't trust him. He's looking for the same thing I was. Rats? Not rats. Something else. I don't remember. Wie ist die cool? Ich mag die. Okay, also ich muss jetzt gehen. Goodbye. Wir können jetzt noch jeden über ihn ausfragen. Das wird interessant. So, die war hier in irgendeiner Tür, ne, die Frau? Ich weiß nicht mehr wo. Scheiße. Und meine Nase krabbelt schon wieder. Ich habe tatsächlich das Gefühl, seit Ewigkeiten, dass mein Körper eigentlich irgendwie krank werden möchte. Ich aber die ganze Zeit dagegen halte, tatsächlich. Bin ich hier richtig? Hello again, Venus. Jonathan, you're still up. Can't you just knock at people's doors during the day? Lassen Sie mich rein, junge Frau. I'm sure you can spare me a few minutes. For old time's sake. Of course you may enter, Jonathan. I remember when Mary came here with her husband and her son. Hallo. Such a beautiful family. Hallo, hallo, junge Frau. Die gute Venus. Die Frau von unserem wirklich guten Freund. Yep, genau wie dein Mann. Erstmal alle ausrauben. Kennen wir ja nicht anders. Ist wirklich nett hier. Hat. Also, Vampire hat wirklich Atmosphäre. Das muss man im Spiel wirklich lassen. Gerade wenn man so diesen. Diesen Stil sehr mag. Das hat ja auch, weil es genau in derselben Zeit spielt, Sherlock Holmes, ne? Ist ja auch, hat ja auch genau diesen Stil. So Jack the Ripper, das ist halt alles, wenn man das mag. Ich mag das sehr, 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 sehr. Und fühle mich da halt sehr wohl. Oh wow, hier gibt es aber einen jetzt so anzugucken. Ja, zu klauen. Ja, das war mir irgendwie ein bisschen klar. Oh, guck mal an. Venus Tagebuch. Venus Tagebuch. 9. Juli 1918. Ich habe den letzten Tag und die letzte Nacht durchgeweint. Es waren Freudentränen. Ich wusste nicht, dass Glückseligkeit so schmerzen kann. Gerade hat mir mein Clarence geschrieben. Er ist lebendig und unversehrt aus dem Krieg zurück. In 2 Wochen ist er zu Hause. Ich danke dir, Gott. Ich danke dir so sehr. Ich kann es nicht erwarten, meinen geliebten Mann wiederzusehen. 14. August 1918. Clarence' Haltung macht mir immer noch Sorgen. Seit seiner Rückkehr ist er nicht mehr derselbe. In den ersten Wochen dachte ich, er braucht einfach Zeit, um sich wieder einzugewöhnen. Aber sein Verhalten wirkt immer unberechenbarer. Heutzutage ist er ständig draußen, Tag und Nacht, und sucht Beweise. Die Grippe interessiert ihn nicht. Ich interessiere ihn nicht. Er macht mir langsam Angst. 21. September. Ich kann es nicht fassen. Clarence hat die Hälfte seines Lohns auf den Kopf gehauen, um irgendwelche dämlichen Flugblätter drucken zu lassen, die er nun kostenlos in der Nachbarschaft verteilen will. Die Leute beginnen mich auszulachen. Jetzt will er irgendeinen öffentlichen Vortrag in einem kürzlich geschlossenen Theater organisieren, um die Leute vor bösen Kreaturen an London zu warnen. Natürlich ist der Eintritt frei. Mein Mann mag unversehrt aus dem Krieg zurückgekehrt sein, aber ich fürchte, er hat dort drüben seinen Verstand verloren. 24. September. Clarence hat mir gerade gestanden, dass er nicht seinen halben, sondern seinen ganzen Lohn und außerdem einige unserer Sparnisse ausgegeben hat. Aufgrund des Krieges seien Papier und Farbe sehr teuer, sagte er. Aber diese Opfer müssten wir bringen. Mittlerweile verspotten uns die Leute öffentlich. Ich weiß nicht, was ich machen soll. 5. Oktober.
Heute hat mir der Metzger, Mr. Galway, die monatliche Rechnung zugeschickt und vollständige Begleichung gebeten. Außerdem hat er mich wissen lassen, dass er nun jedes Mal direkt Geld sehen wolle, wenn wir Fleisch bei ihm kaufen. Angeschrieben wird nicht mehr. Der Bäcker hat mir vor 2 Tagen dasselbe gesagt. Zuerst habe ich es für ein neues Konzept wegen der Beschränkung und der Epidemie gehalten. Aber anscheinend gelten die finanziellen Abmachungen mit den Läden für meine Freunde noch. Ich habe mich so geschämt. Mir haben die Worte gefehlt. 8. Oktober, so kann es nicht weitergehen. Clarence hat völlig den Verstand verloren. Er gibt all unser Geld aus und ich habe keine Ahnung, wie ich ihn davon abhalten soll. Manchmal wünschte ich mir, er wäre nicht mehr aus dem Krieg heimgekehrt. Eieiei. Oh, hast wieder so ein Bildschirm, wo ich nicht raus kann? Eieieiei. Oh, wir haben neue... Ja, mit, wir müssen jetzt ja sowieso mit allen anscheinend nochmal reden. Aus Gründen, dass wir... Moment, die verlorene Bibliothek? Wo ist sie denn? Da. Aufgrund dessen, dass wir noch über Herrn Dawson was rausfinden wollen. Ach, das hier. Verbündete unter den Lebenden, ja, das haben sie, nennen sie sich. Selbst Bruderschaft, das ist das, ne? Das haben wir aber schon gefunden gehabt. Hier ist eine Tür. Aha. Wo geht's denn da raus? Aha. Oh. Jetzt komme ich da nicht mehr rüber, oder wie? Das ist ja ein bisschen schade. Wo komme ich denn hier hin? Ich glaube, da komme ich woanders hin. Sorry, ich muss dich nochmal belästigen. Bei dir rein. Ja, wo bin ich denn hier? Hab ich völlig verlaufen. Hab ich verlaufen? So, nochmal. Sorry, Venus. Hello, Venus. Hello, Jonathan. Please, come in. Danke, ich habe dich jetzt auch ausgeraubt. Jetzt können wir miteinander reden. Obwohl, war ich hier schon? Ja, ich warte hier schon. Ich war hier schon. Again, Venus. So you return from the war in one piece too. Thank God. My Clarence is back home too. How is the old rascal? Probably outside, chasing ghosts and chimeras. Clarence has changed a lot since he returned from the war, you know. Ihr Leben in London? Sind wir mal... Wie ist es Ihnen seit dem letzten Mal ergangen? Seit dem letzten Mal ist mal so eine seltsame Frage. How have you been since the last time we met? How long has it been? 3 years now? I've done my duty. Like all British women. You have no idea what it was like. To wait for months without knowing if I'd still be a wife or a widow. I understand. Luckily, this part of town has been saved from the worst of the bombings, from what I've seen. Yes, and it's also true about the epidemic. The flu has killed here too, of course, but not on such a large scale as in other parts of town. Okay, erzählen Sie mal was von der Nachbarschaft. Oh, die ist gesund. Have you noticed anything peculiar about the neighborhood recently? You mean except for your return to town? No. Oh. And again, Jonathan, please accept my condolences for your sister. Danke, danke. Danke. Schön, dass das da steht. Warum überrascht sie meine Rückkehr? Thank you, Venus. It was so sudden. And I've been so busy, I haven't spoken to anyone about it. I wish I could have assisted at the funeral, but you know, it's been so quick. And what with the epidemic in the streets? There's no need to apologize, my dear. It's normal, considering the circumstances. No, it's not. I am sure that Clarence has not even thought to present you his condolences. He is too busy with his penny dreadful stories. Penny dreadful? Warum überrascht sie meine Rückkehr? Why is my return so surprising? It's more an unexpected happy end than a surprise. You and Clarence, back from the war. You have no idea how hard it's been for me.
Oh ja, ja, die Arme. Über den Ruf ihrer Familie. Venus, why do you worry so much about your family's reputation? Everyone laughs at Clarence now. And they avoid me because they believe I share his insane opinions. I'm a leper in my own community. Okay. Persönliche Fragen. Hätten wir über Clarence' Vampir-Obsession? Tell me about Clarence's obsession with vampires. It drives me so crazy, it makes my stomach hurt. I was so relieved to have him back. But I quickly realized he'd lost his mind in France. I understand your irritation, Venus. But you have to accept the trauma Clarence endured on the battlefield. The question is simple, Jonathan. Is my husband mad? Yes or no? Do vampires exist? Or is Clarence a lunatic? Sie glauben ihm nicht. Was denken Sie über ihn? The important question is, what do you really think of your husband? I'm tough, Jonathan. He should have told me the horrors he witnessed, however appalling it was, instead of inventing a fantasy about blood-drinking monsters. Sie glauben ihm nicht? Ah, der arme Clarence. So you don't believe Clarence? If poor Mary, bless her soul, had tried to convince you of the existence of bloody vampires, would you have believed her? Seriously? Wahrscheinlich eher nicht, hä? Über ihre finanzielle Situation. Oh, zwei Hinweise könnten wir noch rausholen. What do you think about Clarence squandering his fortune on his obsession? Soon we'll be poor and forced to sell the house. Where will we go? In which filthy, infected part of town will we end up? I'm so afraid. Das kann ich mir vorstellen. Vielleicht sollte er mal wirklich mit Clarence reden, ha? Oder er gibt, wenn wir ihm noch diese Beweise geben, gibt er vielleicht damit auf oder so? Und, What can you tell me about Aloysius Dawson? I never met the man. I know Clarence tried to contact him recently, but I don't know why. Interessant, interessant. Haben wir jetzt hier was Neues? Nee. Sehr interessant. Ich glaube, wir sollten mal zu Clarence gehen, ha? Haben wir noch? Wir haben noch. At least you survived the Great War. Das sollten wir noch schaffen, zu Clarence zu gehen. Ganz kurz, interessiert mich jetzt. Das interessiert mich jetzt. Wir haben ja bei ihm auch was freigeschalten. Hey, Clarence! Good evening. I won't lie. Hier, deine finanzielle Situation. Do you realize you are ruining your family, Clarence? Don't you see the risk here? Money isn't important. Not important when it is a matter of life and death. That is what my dear Venus cannot understand. Das ist ein Unsinn. Die Leute werden dich auslachen, du wirst Geld brauchen. Das da. I can't believe I'm telling you this. But if warning people is that important to you, why not choose a more efficient way to spend your money? Don't you think I tried? I knocked at every door, went to every bank, I even tried to be published. No, Jonathan. This is a one-man war. Ah, die Leute werden dich auslachen. People will laugh at you, if they don't already. Think about your wife and your position. Think about your future. I understand my wife's embarrassment, but gossips don't kill, vampires do. There'll be no future if people don't open their eyes. Kein Geld wird euch vielleicht auch töten. Oh je, haben wir jetzt was Neues? Der Vampirangriff. Clarence, tell me about the vampire you saw in France. I was enjoying my leave in Rouen. I left the bar, took a shortcut back to the barracks. I saw it in a back alley. An officer in a stained uniform, biting into a soldier's neck. Du warst betrunken. Du hast diesen Offizier nie wieder gesehen? Did you ever see that officer again? No. He wore the uniform of the Royal Warwickshire Regiment. I did some research, but found no trace of him. He probably stole it from a previous victim. Okay, du warst betrunken? But you were drunk, weren't you? Are you sure these two men were not just kissing? Please don't insult me, Johnny. I hid, and I saw him leave. Then I saw the body. Drained of all blood. I've seen the same marks here in London since I've returned.
Ach, ehrlich? Wo denn? Wo denn? Haben wir jetzt hier was? Nein. Okay, dann fragen wir ihn auch mal nach Dawson. What can you tell me about Aloysius Dawson? Well, I've discovered he's quite versed in occult knowledge. So I wrote him a letter asking him to finance my research about vampires. He never responded. Okay. Wir haben noch nicht wirklich einen Hinweis über Herrn Dawson rausgefunden, ne? Bis jetzt. You should try to sleep. Würde uns auch angezeigt werden. Dann würde ich sagen, die einzelnen beiden, die wir noch haben zum Ausquetschen, ist Lady Ashberrys Tochter und der Gute. Und dann würde ich mal mich noch dazu ein paar Nebenaufgaben wagen, um vielleicht weiter was über Herrn Dawson rauszukriegen und nebenbei die Nebenmission zu machen, wo wir vielleicht noch weitere Bürger vom West End kennenlernen. Ist natürlich die Frage, ich kann doch einfach schlafen gehen, oder? Muss ich vorher noch hier den Dialog irgendwie machen mit Swansea? Ist das irgendwie wichtig? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das wichtig ist. Wenn nicht, mache ich das beim nächsten Mal noch vorher. Naja, dann bedanke ich mich erstmal bei euch fürs Zuschauen. Naja, ja, das wird irgendwie, das ist eine sehr interessante Quest, muss ich sagen. Unnatürliche Selektion, ja, das, wir dürfen ihn nicht beißen, das funktioniert leider nicht. Ja, dann, ich bedanke mich bei euch, wir sehen uns beim nächsten Part und bis dann. Tschüss.